der Wagen weggebracht werden. Da bleiben die Autos einfach rechts an der Leitschiene stehen. Da geht er wow. kräftig ein und vor allem jetzt kommen die Trümmer zurückgeflogen und trifft hier Henry Surtees. Hoffentlich hat er keinen abbekommen. Oh, er geht doch. Auch abfliegen. Und ich fürchte, da hat den Reifenstapel auf den Kopf bekommen. Das ist eine ganz, ganz gefährliche Situation. Er steht auch voll auf dem Gas. Oh, oh, das sind Situationen, wie wir sie gar nicht sehen mögen. Oh je. Da werden Erinnerungen wach an den Unfall von Markus Höttinger in Hockenheim vor vielen Jahren, der auch von einem fliegenden Rad getroffen wurde. Damals Ausgang, Start und Ziel. Das wird dran Bruch geben. Oh, oh, das war erstmal der heftige Abflug hier. Das müsste die 21 gewesen sein, der da fliegen geht. Und vor allem das Rad hat sich dann gelöst und fliegt genau auf den Helm von Surtees. Achten wir mal auf das Rad. Oh. Und der reagiert gar nicht mehr. Ich fürchte, der hat in jemand das Bewusstsein verloren und knallt mit Vollgas in die Leitschiene hinein. Steht voll am Gas, ja. Das Visier durch den Aufprall hochgerissen. Ja, jetzt...